Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel. Wir spielen 64, ein Musikrhythmus-Gegner-Abschießspiel. Ja, mal schauen. Es soll relativ happig werden. Bis jetzt geht das ja noch. Und dann schieße ich die falsche Farbe ab. Man hat mehrere Level, wie man sieht. Man hat auch einen N-Plus-Modus und man kann sich ein eigenes Level kreieren. Ich würde sagen, wir fangen einfach bei 64A an. Weil warum nicht? Und verkacken den Start. Aber egal. Schlecht in sowas. Dammit, ich war mit der Farbe zu bescheuert. Okay, B ist das Tutorial oder so. Dammit. Das hatten wir ja schon. Bisschen still, dann kann ich mich besser konzentrieren. Labern und spielen ist so eine Sache für sich. Ich lebe für 64 Sekunden, das glaubt ihr selbst nicht. Als ob ich sowas hinkriegen würde. Seht ihr? Seht ihr? Let's go. Drei Spieler haben es geschafft. Zu viel rumgeguckt. Alter Vater, meine Finger sind dafür zu müde. Um ehrlich zu sein, meine Finger sind viel, viel zu müde dafür. Let's go, ich muss auch ein bisschen weiterkommen. Da habe ich noch nach oben gedrückt. Gut, wir bleiben hier. Let's go. Unten nicht getroffen. Let's go, let's go, let's go, let's go. Man könnte jetzt natürlich auch irgendwelche Hardcore-Dinger beweisen und sich den kompletten Ablauf merken. Habe ich, glaube ich, einen roten Ballert. Geschossen. Ich war nicht im Rhythmus. Ich sag dazu nichts mehr. Let's go. Konzentration. Sagte er und verkackt es direkt am Start. Für eine Person wie mich ist das Spiel hier die absolute Hölle. Übrigens. Weil ich weiß, ich habe diesen dazugehörigen Skill einfach nicht, um das krass durchzuziehen. Aber diesen Ehrgeiz, um weiterzukommen.
Das ist echt krasse. Sobald es hier ab 15 Sekunden abgeht, verkacke ich's hart. Das hier geht ja alles, ne? Du hast einen freundlichen wahrscheinlich abgeballert, schätze ich. Schieß doch nach oben. 15,6. Ich komme wieder zu meiner Bestzeit 15,7. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. So nicht. Ja, wie gesagt, für mich ist das maximal Spiel mit Suchtpotenzial, weil man diesen Ehrgeiz beweist, um möglichst weit zu kommen, um dann komplett aus dem Konzept zu sein, wenn man redet und dabei spielt. Frag nicht. Wir schaffen das irgendwann. Nach jahrelanger Arbeit im Training im Kloster schaffe ich dieses Level. Ein Freund erschossen. Schon wieder. 15,7. Ich ging mich zufrieden, wenn wir auf 16 oder sowas kommen. Oder 15,8. Bin zu hektisch. Muss auch vielleicht mehr in den Groove kommen. Fünfzehn ist meine magische Dreckszahl, die ich hier nicht schaffe. Komma sechs. Let's go. Let's go. Wir schaffen das noch. Irgendwann. So nicht. Ich weiß schon, dass das mein Skill in anderen Spielen derbe verbessern wird. Einfach was Reaction Sites angeht. Da war ich aus dem Konzept und aus dem Beat. Erschossen. Es ist auch geil, wie ich mich selbst über mich am meisten ärgere, dass ich das verkacke. Ich baller jedes Mal diesen rex-freundlichen Blockpixel weg. Da habe ich ihn nur noch mal kurz gerettet. Oben! Unten rechts, links. An eine Seite kommen freundliche Blöcke. Ich habe mir natürlich auch keine Uhr gestellt oder geguckt, wann ich angefangen habe aufzunehmen. Das heißt, es könnte ein bisschen länger als 15 Minuten oder viel, viel kürzer als 15 Minuten werden. Sorry. Musste mich kurz abwickeln. Jetzt bin ich ganz raus wieder.
zu langsam, da runterzudrücken. Das ist echt frustrierend. Aber wirklich, ich muss sagen, extrem hoher Suchtpotenzial hier an diesem Spiel. Da war ich komplett raus irgendwie. Komplett. Bis Daten. Let's go. Wie man merkt, ich kann mich auch von diesem einen verdammten Level nicht eisen. Aber wir gucken uns gleich noch ein anderes Level an. Klasse. 15,9. Leute, ich hab's geschafft. Ich weiß nicht wie, aber ich habe die 15,7 bestanden. Das heißt, wir können uns ein neues Level angucken. 64,2. Was komischerweise mehr Spieler geschafft haben als 64,1 A und B. Ich habe 5,7 Sekunden. Man kann die Musik hören. Wir probieren es aus, gucken ein, zwei Runden, wie es läuft und dann, glaube ich, beende ich erstmal das Video. Ganze 3 Sekunden überlebt, geil. Ganze 2 Sekunden, ich verschlechter mich hier, weil ich ihnen abballer. Aber da müssen wir schnell. Nein. Damit lasse ich mich nicht zufrieden geben. 4. Jetzt muss ich hier über 5 Sekunden kommen, oder was? Schlecht. Habe ich gesagt, 1 bis 2 Runden, ich meine natürlich 1 bis 20 Runden. Ups. Wir verbessern uns. Ich kann gleichzeitig schießen, ach wie geil. Das würde einiges leichter machen. Doch nicht. Ich kann doch nicht gleichzeitig schießen, ich hab's nur gerade entschieden. Ich schaff das. Irgendwann. Vor allem aber so, das Spielziel ist es, 64 Sekunden zu überleben. Ich schaffe es höchstens auf 15 nach einer Stunde. 7,2 ist mein Bestes, ich habe 7,1. Das war okay. Okay. Den da oben, den kriege ich nicht. Einmal machen wir es noch. Das ist wirklich das eine und das letzte Mal. Für dieses Video zumindest. Okay, sowas kann ich nicht hinnehmen. Noch einmal. Ich weiß, es ist einfach so ein Spiel für Suchtpotenzial bei mir. Ich muss diese Level hinkriegen. Nein, warum drücke ich nicht nach F? Aber egal, 11,4. Damit gebe ich mich zufrieden. Ihr dürft mir gerne sagen, wie ihr das Spiel findet. Es ist bei Steam morgen, glaube ich, wenn das Video heute hochgeht. Ansonsten ist es schon draußen. Ich bedanke mich sehr dafür, dass ich den Steam-Code bekommen habe. Ich finde es sehr cool. Es ist ein sehr hohes Suchtpotenzial für mich. Schreibt mir, ob ihr es weitersehen wollt, und ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!